Hallo und herzlich willkommen zurück zu iSketch mit dem Krian. Jo. Jaco fängt an zu malen. Mit dem Jaco übrigens. Jo, hi. Mit der Rena, Uhu. dem Blank Wolf Hallo. und dem Garg. Moin, moin. Was für eine Wortlist haben wir jetzt genommen? Ich muss das skippen. Was hattest Das du denn? war's? Suffix. Oh, Hilfe. Blankwurf und ich hätten das rausgefunden, hättest nur einen Unterstrich irgendwas machen müssen. Ja, aber ich wollte es halt allgemein machen. Meh. Weiß aber nicht, ob ich drauf gekommen wäre. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Also es soll einigermaßen symmetrisch sein hier. Ah ja. Richtige? Ja, es ist. Es ist nicht. Was haben wir für ein Thema Trivia, ne? Ja. Ah, wie heißt der Scheiß? Danke. Genau der. Nein. Nein. Verdammt. So viel zum Thema Grammatik aus der letzten Folge. Einmal wieder hier Als ob ich Blankwort weiß, wie lesen. Curling geschrieben wird. CUR. Siehe Chat. Dako, du bist der Letzte. Es Im steht Chat doch unten steht, im dass du da nicht Chat. geschrieben wird. Blankwolf malt, Jacko ist stumm. Krian müffelt. Toni stinkt. Alles Noobs außer Mutti. Alle. Das sowieso. Malt er schon was oder? Nee, ich überleg bloß, wie ich okay. mal, aber Skip. Voltaire. Ja, schön mal wieder. Das ist interessant, Voltaire. Den zu malen? Den zu malen, ja. Okay. Boah, Ich glaube, das sieht ja so eine Folge aus, wo ganz viel geskippt wird, bis ich drankomme und ich versuch's einfach scheiß drauf, wie das Wort heißt. Wahrscheinlich. Sehr gut. Aha, was? Aber ich weiß, was es richtig ist. In Ernst? Natürlich. Das ist doch sau easy. Schön gemacht, Alex. Ja, also jetzt. Komm Keine schon. Buchstaben. Es geht nicht anders. Das ist halt das Logo von denen. Ja, aber trotzdem, keine Buchstaben. Aber was schreibe ich denn da? Das steht doch Beschissen. fast da. Oh, ich hab mich privat gemacht. Egal, der Hau mal, kommt nicht wirf mal raus. raus. Ah, danke. Nicht mehr fertig. Okay. Was ist das? Also ich. Auf meiner Aufnahme haben sie mich gerade aktiv den Tab wechseln sehen. Boah, wie sieht denn das Logo aus? Oha. Also ich kann ja gleich mal dabei sagen, es geht nicht um die Tätigkeit, sondern um eine Person. Ich selber kenne die nicht, diese Person, aber vielleicht kennt die ja einer von euch. Irgend beschissene Skispringer, Snowboarder, irgend sowas. Jesus. Ich glaube, Rena kennt Jesus persönlich. Persönlich, ja. Ich bin schon so alt. Ich habe, ja. zusammen mit dem schon ein Glas Wein Ja, getrunken, was eigentlich ja. sein Blut war. Ah, Krian hatte die Und gleiche vorher war Idee. es Wasser. Okay, ich kenne halt gar keine Skifahrer. Ich halt auch nicht. Das sind die einzigen beiden, die ich kenne. Soll ich skippen? Aber ja. Weil, Ja, skip. Die hieß Kerstin Reisenhofer. Okay, da wäre ich nicht weit gekommen Okay, mit Männern keine namens. Auch Ahnung. nicht. Ich. Wenn im Zweifel mal titten. Richtig, dann wissen wir, was ist weiblich. Ja, gut, das hätte ich dann noch gemacht. Okay. Also Kerstin hätten wir vielleicht noch hinbekommen, aber den Nachnamen. Ja. Ich hätte Dann hätte wahrscheinlich ich mit vielleicht eine irgendwie Erde Bettina malen angefangen. müssen, eine Reise und einen Bauernhof. Ah, schade.
Jan, du könntest mir mal OP geben, dann kann ich schnell ein Passwort setzen oder sowas. Oder zumindest einen Invite-Raum draus machen. Wie viele Wörter sind denn das? Hast du? Ah, ne, alle Wörter, ja. Ne? 1, 2, 3. Okay, ja, schön. Bam. Wobei ich das ja nicht in Trivia einsortieren würde, sondern eher in German Phrases. Diese Kategorien in diesem Spiel sind einfach nur behindert. Geht doch nur ein Wort, oder? Oh, Krian. Ja, vor allen Dingen ist ja das, wo eine 1 steht, das ist im Prinzip Nummer 4. Ja, ich sehe auch gerade. Irgendwie. Auf den Wecker gehen. Da bringt halt viel, wenn du mit denen den Satz anfängst und kommt halt nichts raus. Ihr müsst mich nicht so unter Druck setzen. Ihr müsst okay, mich das, Druck das ist ein Wort und ich male es aus mehreren Teilen. Ich möchte das erste Wort auf Englisch haben, sage ich euch mal. Sag mir dazu. Ja. Okay. Alter, wie sieht denn ihre Flagge aus? Ah. Hm. Also das ist eine Flagge? Ja, eindeutig. Ja, ich heißt gleich, warte, ich hab's. Nigeria. Nein, es ist eindeutig Leck Black Pearl. Fast. Also, du kommst der Sache schon näher. Aber ich glaube, die haben auch noch irgendwas in der Farbe hier drauf, aber ich bin mir nicht so genau sicher was, deswegen kriegen die jetzt einfach mal so zwei Sachen. Nein, das ist kein, das ist keine Piratenflagge. Sieht halt einfach so aus. Ja, finde ich auch. Irgendeine ganz... Oder wie zwei Fische, die sich küssen. Ich glaube eher, das ist eindeutig ein Kerzenständer. Das ist das gleiche Land, was ich vorher schon gemacht habe. Sehr schön, sehr schön. Aber ich war auch schon close, das heißt, ich muss Wörter überlegt, die da passen könnten. Gut. Was? Soll ein Wort sein? Es ist ein Wort, ja. Ja, keine Ahnung. Da gebe ich ganz einfach auf, weil ich habe keine Ahnung, was das da wäre. Ich auch nicht. Ich hab einfach mal runter. Legislative! Ja, ich war schon bei Legi. Weil ich das sollte eine IS-Flagge sein. Legal, Lego, Legi. Dann ja, okay. Dann macht's. Okay. Go, 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 go. Ja, ich versuch's. Das ist ein Wort, was ich aber in zwei Dingern machen muss. Bob. Das ist definitiv ein Schad. Was? Ein Schad. Hä? Dako, teilst du oder warum fragst du? Hätte ja sein können. Schreibt mal die Band so. Ihr seid vor allem auf einem ganz falschen Weg. Ich versuche mal einen anderen Ansatz. Ich weiß dummerweise nicht, wie das genau klappt. Es gibt nämlich... Ah, einfach zeichnen. Ja, ich versuche es. Alter, was ist das? Ein Elefant. Eindeutig. Das habe ich auch direkt gedacht. Oh, doch nicht. Oh, verdammt, das hier ist ein... Das soll natürlich geschlossen sein. Falsch die Öffnung rausgehauen. Vielleicht wird es offensichtlicher, wenn ich hier sowas mache. Das jetzt unten ist, das ein anderer Ansatz, ja? Achso, darf ich hier ein Ding machen? Machen wir es so. Jetzt muss ich versuchen, das irgendwie hier rauskriege. Also ich finde nicht, dass diese Wörter, die bis jetzt kamen, in Trivia passen, um ehrlich zu sein.
Ich habe keine Ahnung. Das ist halt auch nicht einfach. Wahrscheinlich habe ich einen total blöden Ansatz, das zu zeichnen, ja. Ja. Ich hoffe, dass ihr aber irgendwie hier drauf kommt. Die 2 würde mich mal interessieren, was das sein soll. So. Ich habe keine Ahnung von den beiden, wer genau das ist. Habe ich keine Ahnung. Diesen Schmarrn habe ich mir nicht angetan. Ich versuche das hier nochmal ein bisschen schöner zu zeichnen. Danke, jetzt kam ich drauf. Zu meiner Schande kam ich drauf. Nimmst du Drogen? Es ist der Rechte. Leon, der Rechte. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Nur so zur Info. Alex, Alken Garg sind schon mal... Los, Arena! Hä, was soll das sein? Es ist halt... Ich wusste halt nicht, wie ich das malen soll, deswegen habe ich hier diesen Umweg versucht. Garg genauso. Oh, ihr werdet euch ärgern. Jakob, nein! Kian, da war der Werwolf aber ganz falsch, weil Jacob wird mit C geschrieben. Das ist mir doch egal. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wer von beiden es ist. Ich musste aber irgendwie auf Jakob kommen. Und andererseits, da das Deutsch ist, wäre Jakob mit K schon irgendwie ein bisschen... Meine dumme Frage. Was für ein Trivia ist Jakob? Ja, verstehe ich auch nicht. Biblisches Trivia nehmen. Versucht mal, das zu zeichnen. Jetzt viel Antra. Gar kein Problem. Okay, ich habe gewonnen. Ich weiß direkt, wer es ist. Kennt man da einer? Nee. Ich kann irgendwie keine Kreise zeichnen heute. Es gibt ein Kreistool, nur so als Info. Ja, aber das ist ein gefüllter Kreis. Wenn du zweimal drauf drückst, hast du einen Rand. Ah, okay. Man lernt noch was Neues. Verdammt. Nee. Was? Hä? Oh, wenn man nur drauf kommen würde, was das ist. Ja, das ist der Sinn vom Spiel. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Zeichen. Das Ganze wäre einfacher, wenn ich die Brush Size wieder runterstellen würde. Oh, da kam jemand drauf. Ah, das Logo ist aber anders, also... Nee, ich hab's nachgeschaut, es ist so. Ah, das ist doch das Chrysler-Zeichen. Ja! Ja, aber wahrscheinlich schreibe ich's falsch. Nein. Setz dich mal close. Warum siehst du eigentlich, was die schreiben? Weil sie nicht close sind. Ach so, ja. Atzda! Verdammt. Ja. Aber das, was du gezeichnet hast, war eher das Chrysler-Zeichen. Nee, das ist Mazda. Es sieht halt echt so aus. Ich hab nochmal nachgeguckt. Ich hab's nämlich auch offen. Das Chrysler-Logo wäre eigentlich nur Flügel gewesen. Alex! Zu langsam. Wieso? Das erste, was ich geschrieben hatte, war Pokémon. Was? Was? Kein Problem, Rino. Gern geschehen. Was? Offensichtlicher geht's nicht. Verdammt. Ich hätte es wahrscheinlich viel komplizierter versucht. Okay, ich bin schon mal close. Ich auch, aber ich weiß nicht. Danke. Ja, Rechtschreibung. Ja. Ah, mit Doppel-P! Mit Doppel-P. Doppel-P. Stimmt, ich hab mit Doppel-P geschrieben, ich bin so doof. Dark skippt. Jaco malt, okay, wir haben alle verloren. Jaco skippt. Ich hatte Jakobina. Ich hatte Wilhelm irgendwas Röntgen. Wilhelm Konrad Röntgen. Genau. Der findet das Röntgenstrahl.
Ja, aber ich hätte es nicht malen können. Er hat die Röntgenstrahlen gar oh, nicht. Oh, Garg, du hättest mich gestern so angekackt. Wir haben gestern Ice Catch gespielt. Ich habe versucht, eine Ölkanne zu malen. Nein, ernsthaft? Ja. Was? Was könnte es sein? Ich bin close. Unglaublich. Aber es passt. Ja. Da hat jemand gefunden. Oh. Was für ein Wort ich gewonnen habe. Woher kommen die Sterne jetzt? Da soll's plus den ersten Buchstaben von dem Ding. Man kann es auch ausschreiben, weil, was weil es da unten viele ist. Sind schon auf Viele sind schon auf das erste gekommen. Was soll das mit dem 1 sein? Auch mit dem Stern? Der erste Buchstabe von diesem Wort hier muss an das von dem hier angesetzt werden. Man sieht die Maus nicht. Viele kamen halt, oh stimmt, von dem hier. Weil viele kamen halt schon auf die Lemminge und deswegen Lemming plus S ist Lemmings. Oh, ja, toll. Lemmywings. Ich dachte jetzt, dass der Buchstabe müsste vorne dran. Nee, deswegen also, im Grunde ein Plus. Das sind jetzt Wörter. Okay, das skip. Die Schlemminge. Nein. Skip. Wort 1 und 2. Skip. Sind. Das werdet ihr rausfinden. Na, wer ist denn das, Leute? Hatte ich mal, ich stelle noch einen kleinen Hut drauf. So. So. Dann geht's weiter. Weiter mit. Wie viele Wörter? Wie steht das? Fertig. Verdammt. Ja! Ja, nur weiter! Der ganze andere kam schon klar. Mit Zeichen oder ausgeschrieben? Ausgeschrieben. Ausgeschrieben. Und das letzte ist quasi sinnbildlich, damit ihr es auch noch schnell versteht. Hatten wir vorhin schon. Das letzte ist sinnbildlich, damit ihr schnell noch dahinter kommt. Ja, ich habe halt dummerweise mit dem falschen Teil angefangen. Das hatte ich doch geschrieben! Schreibt man das nicht mit Z? Warte! Eigentlich ja! Okay. Nein. Du hast geschrieben Harry Potter und der Stein der Weisen, Alex. Und danach habe ich noch geschrieben Azkaban. Aber ich er hat es nicht akzeptiert. Er hat es nicht ja, auch Z. Azkaban wird mit S geschrieben. Du hast geschrieben Harry Potter und der Stein der Azkaban. Nein! Aber ich sehe das doch! Selbst wenn er das geschrieben hätte, wäre egal gewesen, hätte der Azkaban als richtig angezeigt. Nee, er hat Azkaban mit Z geschrieben. Ja, wenn es falsch geschrieben ist, natürlich nicht. Das ist halt richtig geschrieben, das ist ja die Scheiße. Nein, ist es nicht. Es ist doch. Nein. Azkaban, warte. Steht doch da, wie es geschrieben wird. Azkaban. Das heißt im Original Azkaban mit Z. Mit Z. Ja. Das ist halt Deutsch. Bei Deutsch, genau. Bei Lemmings. Das ist auch voll Deutsch. Wieso? Lemmings ist ja ein Spiel, das auch so unter diesem Namen in Deutschland erschienen ist. Ach, das Spiel, ne? Das kennt man auch so. Ja, Lemmings. Ich hab sofort an der Clip, ich hab erst Clip und dann dachte ich so, ich springe unter Lemminge. Ja, hatte ich auch. Das war mein Gedanke. Dieses S. Irgendwas Gelbes. Cheddar. Nee, das steht Cheddar. Blankwolf, ich möchte nochmal darauf hinweisen. Macht's nur für, oh, warte mal. Ja. Rena, du warst langsamer. Nein. Warum ist es nicht SpongeBob? Weil es der andere ist. Gefunden. Aber mein Butter mit 58 Zähne ist auch gut. Komm keine schon, Kian. Ich hab keine Ahnung. Das ist für mich SpongeBob. Pika. Der ist vor allem nicht gelb. Ah. Er ist braun. Ja, er ist braun, nicht gelb. Das stimmt schon. Er ist so ein kleiner Nazi. Und das Brot. Das war wichtig. Drum tanzt das Brot, wenn du mal traurig bist, keine Ahnung warum, denn es bleibt sowieso, wie es ist. Mist. Ja, ohne den Hinweis, dass es von Kika ist, wäre ich niemals noch Sieger geworden. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, ciao. Ciao, sind Leute. Tschüss.